Hallo zusammen und weiter geht es heute mit Rechnerkommunikation und Protokollen. Das vorherrschende Kommunikationsparadigma im Internet ist das Client-Server-Interaktionsmodell. Sie sehen hier auf der linken Seite einen Rechner und Sie sehen auf der rechten Seite. Rechner. Auf diesen Rechnern laufen Prozesse. Hier ein Client-Prozess, hier ein Server-Prozess. Wir nennen deshalb den Rechner auf der linken Seite Client, den Rechner auf der rechten Seite Server. Der Client ist ein Prozess, hinter dem steckt ein User, möchte einen bestimmten Dienst abrufen. Der Server ist ein Rechner, hinter dem steckt ein Anwendungsprogramm, das liefert diesen Dienst. Diese Rollenverteilung ist hier nochmal unten beschrieben. Auf dem Bild ist auch angedeutet für jeden Rechner der Protokollstapel. Hier unten Host zu Netz. Das sind die Sicherungs- und die Bitübertragungsschicht, hier die Internetschicht und hier die Transportschicht. Diese kleinen Kästchen hier sind sogenannte Ports, Dienstzugriffspunkte. Ein Programm auf dem Client oder auf dem Server hat einen Port zugewiesen. Und über diesen Port verbindet es sich mit dem Internet bzw. mit anderen Rechnern auf dem Internet. Eine Verbindung geht also genau so hier vonstatten. Beachten Sie, dass ein Client auch Serverfunktionalität haben kann. Er reagiert auf Rückfragen. Das heißt, oft ist in einem Prozess, sei es auf der Client- oder der Serverseite, sowohl Client-Funktionalität als auch Server-Funktionalität. Die Unterscheidung hier in dem Bild zwischen Client und Server macht aber trotzdem Sinn, denn unabhängig von dem, wie der Prozess reagiert, ob er Fragen beantwortet oder auch Fragen stellt, ist der semantische Ausgangspunkt, dass der Client einen Dienst in Anspruch nehmen will, der Server einen Dienst bereitstellt. In dem Zusammenhang noch, das Gegenstück zum Client-Server-Paradigma ist das Peer-to-Peer-Paradigma, die Kommunikation unter Gleichgestellten. Ports sind als 16-Bit-Zahl kodiert. Man spricht auch davon, dass ein Dienst auf einem Port läuft. Zum Beispiel der SSH-Dienst läuft auf Port 22. Zusammen definieren die IP-Adresse, die Internetschicht und die Portnummer, Transportschicht, einen Kommunikationskanal. Zur Erinnerung, Internetschicht. Sehen Sie hier. Transportschicht sehen Sie hier, 1 über der Internetschicht. Eine Endpunkt-zu-Endpunkt-Verbindung besteht aus einer IP-Adresse plus Portnummer von der Source und einer IP-Adresse plus Portnummer von der Destination. Das hier ist zentral. Das ist eine vollständige Endpunkt-zu-Endpunkt-Beschreibung. Man unterscheidet Ports nach der Verbindungsart bzw. Zuverlässigkeit. TCP-IP-Ports dienen zur Einrichtung von verbindungsorientierten, zuverlässigem Transportdienst. UDP-Ports dienen zur Einrichtung von verbindungslosen, unzuverlässigem Transportdienst.
Ports werden klassifiziert. Das heißt, es gibt, ich sag mal in Anführungszeichen, eher wertvolle und eher unwichtige Ports. Die wichtigsten Ports sind die standardisierten sogenannten Well-Known Ports. Daneben gibt es registrierte Ports und private, ephemeral, vergängliche Ports. Auf den Well-Known Ports laufen weltweit eindeutig die Standarddienste. Die registrierten Ports werden von der IANA verwaltet und sind in dem Sinne auch standardisiert, aber die Anwendungen, die darauf laufen, sind nicht so entscheidend für das Unix-System. Wenn man selbst einen Dienst anrichtet, dann macht es Sinn, auf einen privaten, dynamischen Port zu gehen. Dadurch vermeidet man Konflikte. In der Wikipedia gibt es einen sehr guten Überblick über diese Ports. Hier sehen Sie die standardisierten Well-Known Ports. Hier zum Beispiel Port 22 SSH. Hier sehen Sie die Liste der Registered Ports. Einige bekannte Portnummern und ihre Services habe ich Ihnen hier gelistet. Telnet zum Beispiel auf Port 23 oder das World Wide Web, das HTTP-Protokoll, Hypertext Transfer auf Port 80. Auf Unix-Systemen sind in der Datei etc. Services die Ports mit ihren Service-Zuordnungen beschrieben. Hier sehen Sie wieder SSH Port 22 Typ TCP. Wenn wir nun als Entwickler einen eigenen Service bereitstellen wollen oder aus Client-Sicht auf einen Service zugreifen wollen, dann müssen wir mit dem Protokollstapel uns verbinden. Wir befinden uns quasi als Entwickler hier auf dieser Anwendungsschicht und greifen von hier auf die Services von der Transportschicht zu. Es gibt eine API, also eine Sammlung von Funktionen, ein Application Program Interface, eine Programmierschnittstelle, die extra Hilfe bereitstellt. Bekannt geworden und quasi der de facto Standard der API zur Transportschicht ist die Socket API, kurz Sockets. Sie stellt einen Dienst von Schicht 4 für Schicht 5 bereit. Genau hier. Die Socket-Datenstruktur implementiert bei Client und Server einen Kommunikationsendpunkt. Das ist genau das programmatische Gegenstück oder Realisierung von dem Dienst. Es gibt zwei grundsätzliche Typen dieser Datenstruktur, nämlich der Typ Stream oder der Typ Datagram. Der erste für TCP. Der zweite für UDP. Die Socket-Datenstruktur stellt Funktionen zum Schreiben, Lesen, Lauschen zur Verfügung. Sie macht die Abwicklung des TCP-IP-Protokolls transparent. Wir programmieren gegen diese API und können uns dadurch im Internet mit anderen Rechnern verbinden. Wie diese Verbindung, der Aufbau oder der Abbau abläuft, ist im folgenden UML-Aktivitätsdiagramm illustriert. Wir starten mal
beim Server. Der Server fordert vom Betriebssystem eine Server-Socket-Datenstruktur an. Er hat eine eigene IP-Adresse und einen Service-Port. Er ist quasi dann in einem sogenannten Lauschmodus und kann Verbindungen annehmen. Sehen Sie eine Queue, wo Anfragen gesammelt werden können. Und der Server wartet jetzt einfach. Irgendwo in der Welt möchte jetzt jemand den Service, den der Server zur Verfügung steht, in Anspruch nehmen. Das ist ein Client. Dieser Client fordert vom Betriebssystem eine Client-Socket-Datenstruktur an. Und zwar mit der IP-Adresse des Servers und der Portnummer des Service des Servers. Weiterhin wird auch ein lokaler Port beim Client reserviert. Gleichzeitig durch die Client-Socket-Datenstruktur und der Server-IP-Adresse mit Service-Port des Servers setzt der Client einen Verbindungswunsch ab. Dieser landet in der Queue beim Server und wenn der Server diesen Wunsch akzeptiert, dann erzeugt er einen sogenannten Connection Socket. Das heißt, der Server richtet einen zusätzlichen Socket ein und mit diesem Socket verbindet sich der Client. Das hier ist quasi derselbe Socket, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Und zwischen diesen beiden hier läuft jetzt die Verbindung ab. Apropos Java-Code, der passive Socket ist in Java durch die Klasse ServerSocket implementiert. Hier sehen Sie die entsprechende Dokumentation. Der Verbindungssocket ist in Java durch die Klasse Socket implementiert. Das heißt, wenn wir programmieren, brauchen wir uns um den ganzen Anschluss an das Internet und die Abwicklung unserer Verbindung, sei es das Buffering, sei es das Routing, sei es die richtigen Adressen, nicht zu kümmern. Wir werden nun einen sehr einfachen Service, Webservice könnte man sagen, entwickeln und auf dem Internet zur Verfügung stellen. Das ist hier auf der Folie angedeutet. Unser Serverdienst läuft also hier auf dem Server, zum Beispiel auf Port 205. Und der ist so einfach, dass er fast hier komplett in dieses Bild reinpasst. Damit die Aufgabe am Anfang nicht zu kompliziert wird, machen wir auf der Client-Seite keinen programmierten Client, sondern wir benutzen einen vorhandenen Client, den Telnet Client, der es uns ermöglicht, über ein einfaches Fenster, ein sogenanntes Terminal, mit einem Dienst auf dem Internet einfach zu kommunizieren. Das Telnet-Protokoll überträgt lediglich Tastatureingaben vom Client zum Server und Textausgaben vom Server zum Client zurück. Unser Server hat zwei Funktionen, Start Listening und Handle Connection. Mit Start Listening lässt sich der Server einen Server-Socket geben. Wir machen eine Systemausgabe, um anzuzeigen, dass wir den Server gestartet haben. Und dieser Socket, der ist nun in der Lage, Verbindungswünsche anzunehmen. Wir haben das in einer Endlosschleife hier kodiert und wir nehmen jede Verbindung an.
Hier nochmal die einzelnen Schritte bei der Verbindungsherstellung. Genau diese Schritte sind hier vermerkt. Mit der Funktion Handle Connection implementieren wir unseren eigentlichen Dienst. Der macht nicht viel, sondern sagt nur Welcome. Um Welcome auszugeben, brauchen wir einen Stream. Und dieser Stream ist verbunden mit dem Connection Socket. Auf dem Stream richten wir Java-typisch ein PrintWriter ein und schreiben darauf: Tell me your name, please. Und damit das auch ausgedruckt wird, schicken wir noch ein Flush hinterher. Wir richten auf dem Connection Socket einen Input Stream ein, darauf einen Buffered Reader, Java typisch. Wir lesen dann von dem Stream. Das heißt, die Funktion hängt hier so lange, bis ein Return kommt. Und wenn der Name eingegeben worden ist, dann drücken wir ihn aus. Welcome. Danach schließen wir die Verbindung. Das heißt, der Server entscheidet, dass die Verbindung zugemacht wird. Hier ist die Übersicht über die ganze Java-Klasse. Mit der Methode StartListening, mit der Methode HandleConnection. Wir nennen unsere Klasse Server und wir bringen sie im Package Network Protocol unter. Von Java-Seite benötigen wir java.net und java.io. Wir instanzieren die Klasse. Geben uns eine Portnummer, in diesem Fall 2005, definieren hier eine Oberschranke von Anfragen, die wir in unsere Queue packen, bevor wir Anfragen komplett ablehnen, und gehen in den Lauschmodus. Falls das nicht klappt, lösen wir eine Exception aus. Wenn dieser Service jetzt läuft, also gestartet worden ist, dieses Java-Programm, dann kann ich eine Shell öffnen und mit dem Telnet-Protokoll mich dahin verbinden. Das Telnet-Protokoll nimmt eine Hostadresse an und einen Port. Als Hostadresse habe ich hier Localhost angegeben, das heißt, ich gehe davon aus, dass der Service jetzt auf meinem Server hier läuft. Die IP-Adresse von Localhost ist 127.001, standardisiert. Deswegen steht hier diese Meldung vom Telnet Service. Und hier meldet sich auch dann unser Server. Tell me your name, please. Ich tippe dann Benno. Unser Service antwortet dann mit Welcome Benno. Und das Telnet-Protokoll meldet Connection closed by foreign host. Das war unser erster, zwar ganz einfacher, aber funktionstüchtiger Webservice, der auf dem Internet läuft und alle Prinzipien und Mechanismen des Internets ausnutzt. Man spricht bei der Art von Diensten, die wir gerade entwickeln, von einer Dienstabwicklung nach dem Anforderungs-Antwort-Protokoll. Hier ist nochmal eine etwas andere Sicht von Tannenbaum auf die gemachten Dinge. Wir haben den Client auf der linken Seite, den Server auf der rechten Seite. Der Client fragt nach Connect, das wird akzeptiert, dann kommt ein Request, dann kommt ein Reply. Sie sehen hier auf dem Betriebssystem, das ist der Kernel, der Protokollstapel und passende Treiber. Der Client initiiert die Kommunikation, der Server nimmt den Auftrag entgegen. Man spricht auch von einer synchronen Kommunikation. Der Client
blockiert, ist also in Warteposition, nicht ansprechbar, solange bis die Antwort eintrifft. Der Server wartet auf den nächsten Auftrag, wenn er gerade einen erledigt hat. Sie erinnern sich, ein Protokoll spezifiziert die zugelassenen Anfragen, die Art, wie man miteinander spricht, die Message Types, die Art der Parameterkodierung, das Verhalten im Fehlerfall und so weiter. Das Protokoll, das ist das, was hier die Kommunikation bestimmt. Was versteht der andere? Das ist nicht zu verwechseln mit den Diensten. Dienste, ich wiederhole nochmal, sind Services, die von einer Schicht, der benachbarten Schicht, der darüber liegenden Schicht bereitgestellt wird. Das heißt, das, was wir eben programmiert haben, da war auch ein Protokoll dahinter, nämlich das Protokoll. Ich nehme alles an, was an Characters getippt wird und ich drucke die dann einfach aus. Die Dienste, die wir in Anspruch genommen haben, waren quasi alle Dienste des TCP-IP-Stacks. Hier nochmal zur Übersicht bekannte Anforderungs-Antwort-Protokolle im Internet. Weiterhin ist hier noch die Unterscheidung zwischen unsicher und sicher zum ersten Mal eingeführt. Bei sicheren Diensten wird bereits der Verbindungsaufbau in der Anwendungsschicht über TLS, also Transport Layer Security, abgesichert. Es gibt jedoch auch Protokolle und Anwendungen, die eine Verschlüsselung nach dem Verbindungsaufbau bewerkstelligen. Beispiele hierfür sind START, TLS oder OpenPGP. Gesicherte Kommunikation kann auch auf unteren Schichten gewährleistet werden. Beispiele hierfür sind IPsec und VPA2 auf der Sicherungsschicht.